Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich weiß nicht, ob ihr so besonders viel von mir sehen könnt, denn es ist noch relativ dunkel draußen. Wir haben 7:15 und ich befinde mich auf dem Weg zum Stall, um den Solido abzuholen. Denn wir machen heute eine ganz, ganz besondere Tour. Mehr verrate ich euch dazu nachher. Ich kann nur sagen, es ist so ein kleiner Traum, der für mich in Erfüllung geht. Und ja, ich freue mich, dass ihr auch dabei sein könnt und hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Video. Also es ist schon richtig kalt, wir haben 8 Grad, aber das spricht für ein gutes Wetter, denn die Wolken haben sich verzogen und wahrscheinlich kriegen wir gleich einen wunderschönen Sonnenaufgang. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch diese wunderschöne Reitanlage da im Hintergrund erkennt. Das Ganze hier steht in Zülpich und da wurde auch schon ein ganz, ganz bekannter Film gedreht, der Anfang diesen Jahres in die Kinos kam. Ich gebe euch mal einen ganz kleinen Tipp, den findet ihr nämlich hier links auf diesem Schild. Da steht St. Georg Sportpferde und wenn euch das vielleicht an irgendeinen Film erinnert, dann kommt ihr ganz bestimmt auf Wendy oder Wendy der Film genauer gesagt. Denn in diesem Jahr wurde Teil 2 gedreht und Solido und ich wurden dazu eingeladen, eine Komparsenrolle zu übernehmen. Das bedeutet, dass man nachher im Film irgendwo im Hintergrund zu sehen ist, also zwar nicht maßgeblich an der Handlung beteiligt ist und keine Hauptrolle hat, aber dass man trotzdem irgendwie zum Geschehen dazugehört und das Bild sozusagen ausfüllt. Also speziell hier wird heute eine Turnierszene gedreht und Solido und ich sind eben ein Reiterpferdpaar als Teilnehmer des Turniers und tauchen dann an bestimmten Stellen auf, also zum Beispiel an den Hängern oder auf dem Abreiteplatz. Wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Das Set an für sich war mir ja schon bekannt, denn wie ihr wisst, arbeite ich ja so ein bisschen bei den Filmpferden mit, hauptsächlich als Pferdepfleger und speziell hier bei Wendy 2 durfte ich sogar die ein oder andere Trainertätigkeit übernehmen. Denn da gibt es im Film ein Pferd, das heißt Ambassador, im richtigen Leben heißt es Françoise und den durfte ich auf den Parcours vorbereiten, das heißt ihn da so ein bisschen einspringen, worüber ich mich riesig gefreut habe. Vielleicht kann ich euch ja zu diesem Parcours und Springtraining auch noch irgendwann ein Video hochladen, ich habe auf jeden Fall Material davon. Mit Solido ging es dann erstmal ins Stallzelt. Hier sind alle Pferde, die am Film beteiligt sind, untergebracht. Das bedeutet also die Hauptdarstellerpferde, wie zum Beispiel Penny und Dixie und aber auch die Komparsenpferde. Wir suchen jetzt erstmal nach einer geeigneten Box. Und hier seht ihr auch schon das Schild von Françoise, das Pferd, über das ich eben gesprochen habe. Und da der an dem Tag noch nicht angereist ist, beziehungsweise noch nicht gebraucht wurde, konnte ich mit Solido dann diese Box für einen Tag ausleihen. Thank you.
Solide und ich gehen hier auf die Ausgangsposition für die erste Szene, die mit uns gedreht wird. Wir sollen nämlich von hier oben führenderweise den Weg herunterlaufen. Ja, und so schnell kann das gehen, da werden nochmal eben die Positionen getauscht. Ich soll nämlich jetzt nicht mehr oben den Weg langlaufen, sondern hier vom Hänger einmal durchs Bild reiten. Da war das Pferd, was eben links aus dem Bild verschwunden ist, einfach zu groß und ich sollte mit dem kleineren Pony dann da einspringen. Und auch wenn ich mit Solido eben noch total lange warten musste, geht es dann manchmal ganz schnell rauf aufs Pferd und die erste Probe wird gemacht. Hier im Bild seht ihr die Schauspielerin, die Vanessas Mutter spielt, wer von euch den ersten Film schon gesehen hat. Die soll ich nämlich in dieser Szene kreuzen. Das heißt, der Fokus wird dann auf ihr sein und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man dann, dass der Solido vorher das Bild gekreuzt hat. Hier im Hintergrund seht ihr die ganzen Komparsen, also die Turnierbesucher sozusagen. Das sind auch einfach nur angeheuerte Leute, die dann eben da das Bild ausfüllen, genau wie wir eben die Komparsen Pferde haben, sind das die Komparsenleute. Jetzt reite ich wieder auf die Ausgangsposition und dann wird die Szene natürlich noch einige Male gedreht, um sie auch aus allen verschiedenen Kameraperspektiven einfangen zu können.
Bitte? Danke aus, sehr gut. Danke. Sehr gut, Nadja. Vielen Dank. Nach der Mittagspause ging es dann für uns zur zweiten Szene, in der wir mitwirken durften. Diesmal stellten wir ein Teilnehmerpaar auf dem Abreiteplatz dar, zusammen mit noch einigen anderen Komparsenpferden und ihren Komparsenreitern. Das bedeutet, dass wir dort ein wenig frei herumreiten durften in allen drei Gangarten und ich sollte sogar noch ein paar kleine Sprünge machen. Nach dieser Szene auf dem Abreiteplatz wurde noch ein weiteres Bild mit Solido und mir gedreht. Da mache ich ihn gerade am Anhänger fertig, während Wendys Familie auf den Parkplatz gefahren kommt. Davon haben wir leider hier kein Videomaterial, weil meine Freundin leider vergessen hat, das aufzunehmen. Aber falls ihr euch den Film nächstes Jahr anschaut, vielleicht wird diese Szene ja drin sein und dann könnt ihr Solido und mich dort sehen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Abschließend möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei Sony Pictures bedanken, dass sie mir diese tolle Möglichkeit zusammen mit Solido gegeben haben. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, auch wenn ich die Arbeit mit den Filmpferden natürlich schon von meinem kleinen Nebenjob aus kenne, war es doch toll, auch mal mit dem eigenen Pferd dabei sein zu können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hoffe ebenfalls, dass ihr im Februar in den Film gehen werdet und Solido und mich dann auf der großen Leinwand sehen könnt. Bis zum nächsten Mal, tschüss!